Vor 10 Jahren stand ich schon mal hier, genau an dieser Stelle. Und ich habe bis heute den Traum gehabt, dass ich nicht nur hier vor dem Zaun stehe, der New York Stock Exchange, sondern auch mal in die heiligen Hallen reinkommen kann. Und jetzt sind wir den 3. Tag hier in New York und es ist eine Menge passiert. Und ob es geklappt hat, das erfährst du jetzt. Stundenflug. Wir saufen einfach die ganze Zeit. Nach 10 Jahren im Banking wollte ich eigentlich nie wieder eine Krawatte anziehen. Aber für die Börse machen wir alles. Stehen wir hinter dem Zaun. Die erste Stufe haben wir geschafft. Wir haben es geschafft, wir sind auf dem Trading Floor. Hinter mir ist Jim Cramer von CNBC und jetzt gleich machen wir noch ein Interview mit Manuel. Ich freue mich drauf. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der New York Stock Exchange an der Wall Street. Bei mir ist Tim Grüger von der TF Day Trading GmbH, auch bekannt unter der Marke Trading Freaks. Herzlich willkommen hier an der New York Stock Exchange. Wir haben gerade die Opening Bell hier auch live erlebt. Wie ist es auf dem Parkett? Das ist ein super Gefühl, endlich mal da zu sein, nach über 10 Jahren im Börsenhandel mal so in das Herz des Kapitalismus zu kommen, ist, glaube ich, was jeden Investor oder Trader freut. Also von daher eine tolle Atmosphäre hier und das mal mitzuerleben, ist einmalig. Ja, du bist schon lange auch dabei. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wieso schlägt dein Herz so für die Börse? Also ich habe ja selber 10 Jahre in der Bank gearbeitet und habe aber auch immer den Wunsch gehabt, mal ein eigenes Unternehmen aufzubauen, habe mich mehr und mehr auch für den Börsenhandel interessiert und so ist dann eins zum anderen gekommen. Aber Wertpapierhandel und Börse waren schon immer wichtig und das ist das, worauf unser Unternehmen ja auch heute aufbaut. Die Trading Freaks ist schon mal ein guter Name. Wie freakig seid ihr? Also ich glaube, wenn man bei uns so im Handelssaal sitzt, wir sitzen ja zwischen Köln und Bonn, dann wird man feststellen, dass es sehr, sehr ruhig und manchmal auch sehr, sehr gelassen und konzentriert zugeht. Wir haben mit dem, was wir tun im Rahmen des News Tradings, einen Ansatz, wo wir sehr viele um 15.30 Uhr auch über die US-Börsen handeln, aber dennoch sehr konzentriert arbeiten müssen, weil es durchaus anspruchsvoll ja ist, aber eben auch Spaß macht. Welche Ansätze verfolgt ihr da? Genau, ich habe es gerade schon kurz erwähnt, das News Trading, das heißt, wir kombinieren Aktien oder Währungen dann mit marktrelevanten Nachrichten. Wir machen das im kurzfristigen Rahmen des Daytradings. Das heißt, manchmal halten wir Positionen auch wirklich nur für ein paar Minuten und stoßen sie dann wieder ab. Aber dieser fundamentale Ansatz ist genau der, den wir verfolgen. Kann das jeder nachmachen und lernen? Definitiv. Also man muss nicht 10 Jahre in der Bank gearbeitet haben. Es ist wichtig, dass man generell eine Trading-Strategie hat, seinen Trading-Stil findet und der eben aus klaren Regeln aufgebaut wird. Und das ist sowohl im News-Trading, aber auch in jedem anderen Trading-Stil wichtig, dass du ganz klar weißt, was habe ich für Einstiegssignale, was habe ich für Ausstiegssignale. Und das ist aber auch das, was wir ja nicht nur für uns machen, sondern natürlich auch den Mitgliedern oder Kunden beibringen, die das lernen wollen. Jetzt sind wir in sehr volatilen Zeiten, haben diverse Krisen schon hinter uns. Wie können Anleger in solchen Zeiten ihr Depot vielleicht auch schützen? Also es ist ganz wichtig, dass man sich vorab Gedanken über das Finanzprodukt macht oder auch die zeitliche Perspektive, die ich mitbringe, wenn ich mein Depot schützen möchte. Da geht es ja erstmal gar nicht um die Spekulation, sondern wirklich um eine Art Hedging-Konstrukt.
Das können Zertifikate sein, Knockouts, die man nutzt, das können Termingeschäfte generell sein, aber jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt, sollte zumindest mal in eine Suchmaschine dann dieses Finanzprodukt eingeben, um auch wirklich Vorteile und Nachteile zu verstehen. Wie viel Zeit muss ich denn investieren, wenn ich eigentlich noch einen Dayjob habe und das Trading ein schönes Hobby ist oder vielleicht auch ein bisschen mehr sogar als das, aber wie viel Zeit braucht man da? Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil ich glaube, da gibt es viele Mythen, die ich mal aufräumen muss. Es ist so, dass wir selber nur eine Stunde 30 am Tag handeln. Wir machen es jetzt zu Beginn der US-Session, aber wir haben ja auch viele Kunden, die sagen, hey, ich bin berufstätig, ich komme erst um 17, 18 Uhr nach Hause, die diese Konzepte genauso gut nach hinten verlagern können. Und das Schöne auch ja hier im US-Handel durch die Zeitverschiebung haben wir ja bis 22 Uhr Zeit. Was macht man bei eurem News-Trading vielleicht anders als bei anderen Ansätzen? Bei uns ist es wichtig, dass wir einen sogenannten fundamentalen Katalysator haben. Also, dass wir uns erstmal über die Nachricht oder Quartalsdaten, um eben etwas aus der Makroökonomie oder der Mikroökonomie Gedanken machen, dass wir daraus die Trading-Idee aufbauen und dass die charttechnischen Merkmale erst ganz zum Schluss kommen. Das heißt, erst das Fundamentale und über die Charttechnik wird nachher nur noch eine Verfeinerung vom Einstieg und vom Ausstieg gemacht. Und eure Mitglieder oder Kunden können euch über die Schulter dann schauen? Wir haben diverse Ausbildungskonzepte, es gibt online-basierte, wo du natürlich auch über das E-Learning erstmal das ganze Fachwissen aufbaust, Forum-Support bekommst, ja, wo wir auch gemeinsam traden oder Trade-Ideen aufarbeiten. Und ebenso kann man natürlich auch, wenn man das möchte, über andere Coaching-Bausteine dann auch mal tatsächlich bei uns einen Tag im Büro verbringen. Und ansonsten läuft aber auch viel online gerade in diesen Zeiten? Ja, definitiv. Und das ist ja auch das, was wir rund um die Corona-Krise gemerkt haben, dass das natürlich was ist, wo die Leute dann auch Zeit mit verbringen können, über diese E-Learning-Bausteine einfach mal vom Tablet, vom Smartphone aus zugreifen und Fachwissen aufbauen. Ist denn Trading wirklich was für jeden, wenn man das möchte? Ich glaube nicht, dass es was für jeden ist. Ich möchte aber die Vorauswahl nicht für denjenigen treffen. Und ich glaube, wenn man sich für was begeistern kann und wenn man diese Motivation hat, die intrinsische Motivation, in einem Thema richtig gut zu werden, dann schafft man das auch. Aber ich bin der Letzte, der sagt, Trading oder Börsenhandel ist einfach. Da muss Fachwissen aufgebaut werden. Das kann auch mal ein paar Jahre dauern. Aber genau dafür sind wir ja da, um diese Lernkurve zu verkürzen. Und dann schlägt das Finanzherz hier dann auch ein bisschen höher, wenn man an der New York Stock Exchange ist. Definitiv, weil wie gesagt, wir handeln jeden Tag viele Aktien, gerade auch hier über die New York Stock Exchange, weil es eine sehr liquide Börse ist, wir viele Titel haben, die wir hier handeln können. Und jetzt kommt nicht nur das aus der Ferne, was wir eh schon kennen, sondern auch wirklich mal der Praxisbezug dazu. Und es ist nochmal eine sehr, sehr tolle Atmosphäre hier. Sagt Tim Grüger von TF Daytrading. Dankeschön, dass du heute hier warst an der New York Stock Exchange, an der Wall Street. Dankeschön fürs Interesse und alles Gute bis zum nächsten Mal. Jetzt drehen wir den ganzen Spieß doch einfach mal um, denn auch ich habe an den Manuel sehr, sehr viele Fragen mitgebracht und möchte da auch einfach die ein oder andere Frage an dich mal loswerden, Manuel. Die erste Frage wäre, wie bist du hier an die New York Stock Exchange gekommen? Denn das ist ja nicht dein erster Besuch heute. Ich wollte ja immer in New York leben. Es war ein ganz großer Traum für mich. Ich hatte als Kind schon so eine Fototapete vom Empire State Building und ich wusste, es muss irgendwann mal New York sein. Habe mich öfter hier versucht, für Jobs zu bewerben und vor über 10 Jahren ist es dann praktisch von heute auf morgen so gekommen, dass ich ein Jobangebot hatte. Ich bin 3 Wochen später mit 6 Koffern nach New York gezogen und dann ging es 2 Tage später hier an der New Yorker Börse los. Am ersten Tag war gleich Hillary Clinton da und mein Herz schlug im Prinzip gleich höher, weil das so ein Traum war, der in Erfüllung gegangen ist. Jetzt hast du gesagt, dass du ja ein paar Jahre hier auch verbracht hast. Kannst du dich an so Schlüsselerlebnisse erinnern oder was war so das, wo du sagst, da denke ich heute noch dran? Also der erste Tag, wenn Hillary Clinton da unten steht und man läuft rein und ahnt nichts, das war schon mal so ein Aha-Erlebnis. 3 Wochen später war gleich Warren Buffett da, das war natürlich auch toll und er hat sich so viel Zeit genommen, ich habe da ein Foto mit ihm auch machen können. Es sind so viele Dinge passiert hier, einfach so ein kleiner Mini-Crash, der mal passiert ist, wo es mal für ein paar Sekunden runterging und alle waren hier ganz durcheinander und dann geht es aber gleich wieder hoch, so ein Flash-Crash. Also ich habe so viel erlebt, so viele Leute hier gesehen, von Hollywood-Schauspielern, Politikern, UN-Generalsekretär, Formel-1-Fahrer, mein Hero aus der Kindheit, Patrick Stewart, der Schauspieler von Star Trek. Also ganz viele Dinge erlebt, die einfach immer so eine Begeisterung auch dann ausgelöst haben. Jetzt sind ein paar Jahre vergangen und ich glaube, dass sich aber auch hier an der Börse ja einiges verändert hat. Die Digitalisierung ist natürlich auch hier spürbar. Wenn wir jetzt hier runterschauen, was sind die Aufgaben der Trader, die du hier noch siehst tagtäglich?
Also ich habe ja schon vor 10 Jahren hier angefangen. Da waren vielleicht noch so 250 Trader auf dem Parkett. Wenn man die Filme, so die Wall Street-Filme von früher mit Michael Douglas kennt, damals waren noch so 1500 auf dem Parkett. Das hat sich schon sehr geändert. Heute würde ich sagen, sind nur noch 150 übrig. Die Algorithmen haben übernommen. Jeder hat so ein Tablet in der Hand, läuft damit rum. Und die Leute heute sind so ein bisschen auf Autopilot. Also zum Opening Bell 9.30 Uhr, Closing 16 Uhr, haben die schon noch ordentlich zu tun und auch in Breaking News Situationen, aber zwischendrin laufen die Systeme, die Jungs hier schauen die Nachrichten, essen was und behalten so ihre Aktien im Auge. Jeder Market Maker, so heißen die, die hier in dem blauen Hemdchen rumlaufen, hat ungefähr so 15 Aktien, für die er zuständig ist, und da ist er auch für verantwortlich, die stabil zu halten, die im Auge zu behalten. Meistens hat er auch Kontakt zu den Firmen, und so ist es trotzdem aber ja so, dass die Maschinen heute schon viel machen. Jetzt hast du eben ein interessantes Stichwort genannt, das Thema Jacken. Ihr kennt es vielleicht auch, der ein oder andere hat schon mal auf den Floor geguckt und die Damen und Herren laufen schon mal gerne mit entsprechend bunten Jacken rum. Wie kommt das? Also früher, als hier 1500 Leute waren, war das natürlich ein Gewusel und man ist die ganze Zeit so aneinander vorbeigeratscht. Da wollte man seine guten Anzüge, die Leute hier meistens getragen haben, nicht irgendwie verbrauchen oder dreckig machen. Und dann hat man einfach unten im Changing Room seinen Sakko an den Nagel gehängt und ist in diese kleinen Uniformen geschlüpft. Da ist dann meistens auch noch die Nummer drauf, die Lizenznummer, die man hat. Jeder Trader hat so eine, die muss man eine Prüfung bestehen, muss dann akzeptiert werden hier an der New York Stock Exchange. Früher waren diese Lizenzen auch mal Millionen wert zwischendrin, heute nicht mehr ganz so. Aber daher kam das, dass man seine guten Anzüge im Prinzip nicht verbrauchen wollte, und ist immer noch so eine schöne Tradition hier. Jetzt hast du am Anfang gesagt, du bist ja schon seit über 10 Jahren auch in dem Business aktiv. Was ist denn das, was du heute genau machst und was bietest du an? Ich bin hier gestartet als Reporter für einen Nachrichtensender, für N24, und habe hier jeden Tag live gestanden zur Opening Bell. War ganz toll, war ganz spannend. Und als das Büro hier geschlossen wurde, bin ich zurück nach Deutschland und habe überlegt, was kann ich machen. Und ich mache jetzt erstmal die Kurzvariante, habe dann später Inside Wirtschaft gegründet, meinen eigenen YouTube-Kanal. Und es gibt jeden Tag ein frisches Interview oder Video, und da geht es immer rund um Börse, Finanzen, Real Estate, also Immobilien, Bitcoin, alles rund um Finanzen jeden Tag. Montag bis Freitag ein Video, das produziere ich in Berlin oder in Frankfurt an der Börse oder jetzt hier. Gott sei Dank, nach 3 Jahren bin ich auch endlich wieder hier und versuche dann eben die spannenden aktuellen Themen aufzugreifen und mit Inside Wirtschaft zu präsentieren. Außerdem mache ich auch Webinare. Gerade in Corona haben wir es ja alle erlebt, die Events waren nicht da, und jetzt mache ich ganz viel aus dem Berliner Studio. Für Kunden gebe ich auch noch Medientraining, und so habe ich sehr gut zu tun. Dann vielen Dank auch mal für den Einblick von deiner Seite aus, und für alle auch da nochmal gerne den Kanal vom Manuel abonnieren. Es lohnt sich definitiv. Dankeschön.